So, Freunde, heute reagieren wir auf Arian. Arian sollten viele von euch kennen. Mega, mega starker Spieler mit dem Controller aus Deutschland. Bevor die Reaction anfängt, Freunde, ich habe ein heftiges Paket erhalten von Deadzock. Da sind behindert krasse Sachen für euch drin. Ich zeige euch mal kurz die Sachen. Freunde, mein Partner Deadzock hat mir ein heftiges Paket geschickt. Hier sind neue Sachen drin, komplett neue Produkte. Ich bin mega gehypt. Let's go. Uiuiui, Freunde. Oh mein Gott, Digga. Boah, das sieht richtig fresh aus. Digga. Freunde, wir haben hier so einen Baba-Sweater. Kennt ihr diese Akne-Sweater mit dem Print hier? Das steht worldwide in weiß drauf, Freunde, aber dezent. Deadstock schön hier am Kragen. Freunde, und den gleichen Sweater haben wir hier. Richtig schön, das ist auch irgendwie nicht geprintet oder so. Das ist halt wirklich der Stoff selber. Hier in dem gleichen Grau nochmal hinten worldwide. Sieht super aus. Die schwarze Military Pants, die hier, ne? Diese schwarze Military Pants gibt es mittlerweile jetzt auch in zwei anderen Farben. Und zwar gibt es hier einmal in beige und einmal in Khaki. Das Geile ist, die kosten sogar 5 Euro weniger. Also die schwarzen kosten 50, die kosten 45. Guckt euch mal die Hose an, Freunde. Richtig Baba, kann man richtig nice kombinieren. Ist eine richtig geile Military Cargo Hose. Schön im Joggerstoff, perfekt, so für kalte Tage. Und dann gibt es die noch in so einem schönen Khaki Ton. Auch richtig fresh, kann man auch richtig nice kombinieren. Auch, wie gesagt, Baba Hose. Und die kosten einfach nochmal, wie gesagt, 5 Euro weniger als die schwarze mit dem Code Red. 10% günstiger, ganz wichtig. Und jetzt haben wir hier eine neue Hose, Freunde. Hier, das ist die neue Hose. Die hat mega viele Taschen. Hier, guck mal, hier oben so eine Tasche. Dann hier so ein Zipper und hier nochmal so zwei kleine Taschen. Die sieht richtig heftig aus, wenn man die anhat, Freunde. Ich ziehe die mal an. Die sieht wirklich richtig heftig aus. Ich ziehe die mal ganz schön an. Okay, Freunde, ich habe die gerade an. Ich kann jetzt die Kamera nicht nach unten tun. Deswegen, ja, man kann es erkennen, Freunde. Die Hose ist Baba. Die Hose ist fresh. Ich feiere auch diese Taschen hier. Ist eine richtig geile Hose, Freunde. Richtig heftig. Ich finde, das ist eine mega schöne Hose, ohne Witz. Die Hose kostet 50, aber mit dem Code Red 10% günstiger. Checkt auf jeden Fall ab, Freunde. Ich sage euch, die Hose wird safe schnell ausverkauft. Die sieht wirklich richtig gut aus. Da stimmt ja wirklich alles. Ohne Witz, die Hose ist richtig schön. Und die gleiche Hose, Freunde, gibt es hier nochmal in Khaki. Da sieht auch so richtig die Details, was ich alles meine. Richtig heftige Hose, Freunde. Checkt die doch mal ab, Digga. Die ist behindert heftig. Die kostet auch 5 Euro weniger, sprich 45. Und die ist schon heftig reduziert, Freunde. Dann haben wir hier nochmal die Hose nochmal in beige. Es ist einmal eine Baba-Hose. Ne? Die Beige und Khaki kosten 5 Euro weniger, sprich 45, mit, wie gesagt, mit Code Red 10% günstiger. Ich feiere die neuen Sachen, Freunde. Ist alles oben verlinkt. Checkt es auf jeden Fall ab, Freunde. Echt heftige Qualität, behinderte Preis-Leistung. Choc-Güzel. Choc-Güzel, Freunde. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go, das hieß hier. Er hat den Video hochgeladen. Das war meine erste Runde heute. Mehr als 20 Kills solo. Heftig, let's go. Solo-Runde. Aber bevor das Gameplay losgeht, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr im Item-Shop rechts unten meinen Creator-Code eintragt, ArianFN. Ja, das ist kostenlos für euch und würde mich mega unterstützen. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's mit dem Video. Hä, warte, was? Der Schnee fängt schon an zu schmilzen? Ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen, ne? Schnee ist langsam schon am Updancen. Ja gut, also letztes Jahr war er noch das ganze nächste Jahr da, aber jetzt fängt er anscheinend schon direkt an zu schmilzen. Ja, finde ich gut auf jeden Fall. So, ja, hier müssen. Er landet auf jeden Fall in Salty, das ist schon mal ein Baba-Spot. Okay, einer ist oben. Ich lande in letzter Zeit gar nicht mehr in Salty, muss ich zugeben. Gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht warum, ich feiere Salty irgendwie in letzter Zeit. Als Startspot. Da ist noch einer gelandet. Ich lande immer außen, wisst ihr, was ich meine? Ich lande immer außen, ich lande nie in der Mitte irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ah, du bist tot. Nein. Digga, der arme Gegner. Oh ja, eine grüne. Okay, der ist runtergesprungen. Ja, der ist drin jetzt. Typischer Arian-Beat natürlich im Hintergrund, die guten alten, wie nennt sich diese Beats nochmal? Diese Lofi-Beats, genau. Ah. Ah. Ja, da hat er den Rasen. Kaka ist hier, heißt er. Bruh. So, komm direkt weiter. Wo sind die nächsten? Zwei Kills hat er schon mal, das ist mal sauer. Ah. Ah. Ja, schön. Ja, ah. Ich sehe gerade, editiert er gerade mit. Hä? Mit was editiert er da? Mit. Fadenkreuz nach links? Hey, was sind das für Gegner? Er editiert doch nicht mit Fadenkreuz nach links oder. Okay, oder. Verstehe ich hier gerade irgendwas nicht. Oh, 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 oh! Ah, schöner Headshot! Schön, schön. Okay, sieht schon mal gut aus hier. Minis. Boah, ich sehe gerade, ich habe nur 4 Shotgun-Muni. Das ist nicht gut. Ah, da ist noch einer. Granaten würde ich schmeißen. Ich würde absolut, ich würd Granaten schmeißen. Schmeiß die Granaten, schmeiß die Granaten. Läuft jetzt runter? Schmeiß die Granaten, bitte. Bitte schmeiß die Granaten. Ach, das sind zwei.
Ja, bitte schmeiß die, ich schmeiß. Nein. Schade. Okay, das mit den Granaten üben wir nochmal. Ey, Chef, der Notscope hat jetzt getroffen. Okay. Ach, jetzt geht er raus. Ja, er ist halt weg. Haben wir direkt eine Expeditionsreise nach Afghanistan, der Gegner. Schöner Shot. Oh, oh. Sauber. Whoop. Oh, ja, hat er noch easy bekommen durch Sturzschaden. Auch wichtig. Ja, ich hatte keine Mets mehr. So, oh ja. Sechs Kills ist aber stark. Also, okay, sehr gut. Und die Tag noch. Stabiler perfekt. Starter für Salty. Ach, warte, das ist noch. Es leben noch voll viele sogar, ne? Es sind sogar hier noch welche. Die Gegner sind aber auch absolut. Ich hab keine Mets. Lustig unterwegs gerade hier. Ich muss jetzt auf jeden Fall alle catchen, jetzt komm. Oh, der hat eine gute Waffe. Den muss er gerade deswegen holen. Oh, schön. Gute Flex auch. Ach, solche Gegner liebe ich einfach. Boah, als Scar hatte er. Hatte die so, Baba Tag. So Spaß. Okay. Oh, ein goldener Tag und goldene Scar. Okay. Okay, heftig. 43 Gegner leben. Also theoretisch könnte. Ey, seit wann überleben so viele Leute in Solo? Wenn ich eine Solo-Runde spiele, ne? Die Gegner sterben in 3 Sekunden. Nachdem ich in der ersten Stadt vorbei bin, sind vielleicht noch 16 Leute übrig oder so. Heftig. Ich muss jetzt nur gucken, wo ich jetzt am besten hingehe. Oh mein Gott. Oh. Was hat der denn gemacht? Gratis Kill auf Leckerli. Sehr komisch. Ah. Okay, Digga. Der Sniper war eigentlich nicht schlecht. Ah, okay, da ist einer und da ist einer. Sehr gut. Besser predicten müssen. Warte mal, da hinten ist noch einer. Mittlerweile braucht man auch immer Sniper, ne? Komm, schau raus. Der zeigt sich nicht. Der zeigt sich gar nicht. Snipt der andere auf mich. Oh, guter Hit, Digga. Nein, nicht schlecht. Ey, wenn ich den jetzt nicht kriege. Oh, 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 ein Shot. AP. Oh mein Gott, ey. Ein HP. Ey, das ist meiner. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Komm. Komm. Nein. Nein! Es tut so weh. Das war mein Kill. Es tut so weh, wenn man den 160, 170 Schaden gegeben hat und dann sowas. Stark, starke Waffe. Ich muss sagen, die goldene Tag, ich bin kein Tag-Liebhaber. Oh, scheiße, S1. Zone kommt, oh, Struggle-Situation, oh, heftig. Heftige Situation gerade. Heftig, sauber, ja. Sauber. Oh mein Gott. Krass, krass gemacht alles. Ey, wie knapp war das gerade bitte? Das war gerade richtig knapp. Ah, warte oh, da. Medkit. Schaff ich das? Ja, komm, schnell. Ja. Und es leben noch so viele, wie können so viele Leute, die ich noch so lange haben. Okay, warte, den Loot brauche ich eigentlich noch hier. Ja, direkt, Mets sind ganz wichtig. Ja, sind schon gut Mets. Okay. Oh mein Gott. Wurde einer gesniped? Der gesniped. Oh, der hat da rund. Er hätte locker hier richtig viele Kills machen können, so gefühlt 30 Kills oder so, ohne Spaß. Boah, der Laser war real. Der Laser so, war real. Was hast du denn Schönes für mich? Ne, blaue MP. Ja, die Sniper nehme ich auch gerne. Okay. Okay. Ja, Alter, war richtig gut, Digga. Arian, Sniper Skills. Das sind auf jeden Fall am Start. Also Sniper Skills sind vorhanden. Der war gut. Easy. Was macht der denn? Aber entspannt. Er steht da einfach so rum. Okay, es leben noch 17 Gegner, 13 Kills. Ja, eine 20 Bomb wäre noch machbar. Und dein ist Lama. Oh. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ja, Metz hat er sowieso genug. Passt schon eigentlich. Es leben noch voll viele. Ich glaube, er macht hier locker so. So, 25 Kills. Kein Schild mehr. Okay. Bin ich mal gespannt. Als ob da jetzt noch einer ist. Oh, Xbox-Skin. Digga. Also leichte Bot-Vibes sind auf jeden Fall bei den Gegnern vorhanden. Noch aber einer. Dennoch. Was hängt hier noch einer ab? Digga, was machst du hier? An dieser Stelle frage ich mich, Digga. Also klar, es sind zwar paar Bots dabei, aber es ist schon fast. Also ich denke schon 70% Bots gefühlt so gerade aktuell. Also 50-50 würde ich sogar sagen. So. Noch einer? Der ist kein Bot. Das ist kein Bot. Das merkt man.
Man merkt immer, wer einer ist und wer einer nicht ist. Oh mein... Das war gerade knapp, Digga. GG. Oh, da lag die P90, Digga. Die muss er mitnehmen. P90, wichtige Waffe. Generell, der Loot, der generell in dieser Runde ist. Baba, oh mein Gott, der 3000 Metz. Verdammt, was ist los? Richtig knackige Metz. Ja, der arme Gegner weint gerade. Nein, du bleibst hier. Mr. Johnson. Alter, was geht hier gerade ab? Wie viele wollen noch kommen? Digga, er hat jetzt 17 Kills, es leben noch 9. Er kann aber 25 Kills machen und er hat 2 verpasst. Ach du Scheiße. Er hat 2 oder 3 verpasst noch. Er hätte, glaube ich, 28 Kills hätte er machen können. Heftig. So, wer stresst jetzt von der Ecke? Ja, so. Mann. Was für Gegner, Digga. Was ist für eine Runde? Was für Gegner. Oh mein Gott, die Gegner. Oh nein. Meiner, ja. Yeah. Zu nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Sniper von der Ecke. Also super gehandelt. Er macht das wirklich richtig schnell. Wie so zack. Schön kleiner Laser. Edit, bam. Oh, sauberes Shot. Oh, oh ja, 20. 20 Kills jetzt schon einfach. Es leben noch 6. So, oh mein Gott. Er kann ja einfach mal 26 Kills machen, oder nicht? War nicht hier irgendwo noch einer? Nein. Nein. Das ist doch nicht dein Ernst, also. Komm. Ey, komm, wer versteckt sich bitte jetzt auch in dem Busch? Ey, komm. Check ich nicht. Oh mein Gott, seine Waffen. Er hätte noch eine goldene Sniper, dann wäre alles Gold. Komm, ich brauche einen guten Winkel. Ja. Bleib stehen. Ja, immerhin Bodyshot. Ja, okay. 100 Zeit, gebe ich mich zufrieden. P90 ist ja eigentlich so die beste Waffe, ne? Zum Abfacken und zum Pressuren. Ja, den hat er. Absolut, absolut easy. Gegner weiß selber nicht mehr, was abgeht. Ah, okay, es leben noch 3. Sag mir das. 25 geht's für heftig. Alles über 20 ist schon übertrieben heftig für Solo. Also ich finde schon ab 16 geht's schon heftig. Ey, komm schon, wo sind die alle? Hallo. Ah. Okay, da hinten. Nein, die dürfen sich nicht holen. Nein. Oh ne. Mein Kill. Da ist nochmal einer gestorben. Ja. Nein, er hat den anderen hier geholt. Och Mann. 23 hatte er, wird wahrscheinlich den letzten Runden 24 Kills. Es hätten werden können. Es hätten sogar gefühlt fast 30 werden können. Er hat so viele verpasst, er hätte einfach fast 30 Kills machen können. Das ist so krass. Och Junge. Barber Lobby. Naja, geil. Ja, man muss natürlich den einen oder anderen Phase 2 auch mal wieder ganz schnell hier raushauen. Auch wichtig. Das ist der letzte, was hat er vor? Okay, also erstmal Leben abchecken. Shield Break. Man muss eigentlich den letzten so snipen noch so auf Ehre. Nein. Komm schon, snipe den. Komm schon. Na komm, ich weiß, was wir machen. Oh nein, die war leer. Der Sniper ist nicht nachgeladen. Jetzt komm. Komm. Digga, der letzte Gegner ist aber auch wieder so ein perfekter Gegner, ne? Das ist so ein perfekter Gegner für den Sniper-Shot, für das Finale hier. Nein. Komm, lad jetzt nach und gib ihm jetzt den Baba-Shot. Let's go. Komm. Ich finde die nicht so einfach zu treffen, diese Shots. Digga, der arme Gegner. Er checkt gar nichts. Der arme Gegner. Ich spiele gerade das erste Mal Fortnite. Bam, Nosecop. Schön. Ja, sauber. 24 Kills solo. Richtig stark. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, auf jeden Fall dicken Like da lassen. Baba Runde. Es ist stark gespielt. Ne? Man muss natürlich sagen, es war eine geile Lobby. Ne? War eine geile Lobby. Aber man hat auch manchmal so nice Lobbys. Und dann muss man natürlich diese Chance ausnutzen und einfach mal viele Kills machen. Hat er gemacht. Geile Runde. Und ich würde sagen, Freunde, checkt auf jeden Fall Arjen ab. Checkt den echten ab. Ne? Checkt auf jeden Fall hier, ne, die neuen Sachen ab hier von Deadstock. Hier, ich zeige euch mal nochmal die Hose, Digga, die ist behindert heftig. Guck mal, oh, guck mal, allein die Hose. Ich glaube, das ist noch meine neue Lieblingshose geworden. Digga, die sieht zu heftig aus, Freunde. Ah, haut rein, bis zum nächsten Mal. Moistimeier, der alle echte und Schüsselein. Let's go.